Ja, lieber Herr Professor Neugebauer, ich konnte ja leider nicht zuhören, weil ich ja abgelenkt war, haben Sie ja mitgekriegt. Aber eins habe ich mitgekriegt, dass neben guter Zusammenarbeit natürlich immer die operativen Treiber ein Kernpunkt allen Wirkens sind bei uns im Land. Die Diskussion haben wir überall, ob ich in meine Schulen gucke, wo wir das mit dem Digitalpakt gerade diese Woche auf den Weg gebracht haben. Aber natürlich eben auch in der Industrie und gerade in der Industrie. Und sehr geehrter Herr Professor Otto, lieber Herr Dr. Achatz, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, wir sind uns alle darüber im Klaren, dass die künstliche Intelligenz ein Teil unserer Zukunft sein wird und dass sie uns auch ein besseres Leben ermöglichen wird. Ich höre immer so viel Zweifel, ob wir wirklich noch tolle Tage vor uns haben. Ich glaube, wir haben noch tolle Tage vor uns mit vielen möglichen und gerade unsere neuen Technologien können einen großen Beitrag dazu leisten. Und ich glaube, auch die künstliche Intelligenz wird uns noch eines Tages überraschen. Der Tag wird kommen, an dem mein Handy mir sagt, leg mich mal zur Seite und geh mal in die frische Luft. Aber ernsthaft, die künstliche Intelligenz ist ja schon in unserer Mitte angekommen. In unserer Wirtschaft, bei Ihnen allen, aber auch bei jedem Einzelnen von uns. Wir haben es jeden Tag in unserer Tasche. Viele von uns nutzen diesen Fortschritt täglich, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und um gut zu sein, braucht künstliche Intelligenz vor allen Dingen eins: Daten. Das brauche ich Ihnen ja eigentlich hier gar nicht zu erzählen. Und schon seit einigen Jahren geistert ja immer die Nachricht durchs Land, Daten sind der neue Treiber der Wirtschaft. Ich glaube, die Tragweite der Veränderung wird jetzt langsam sichtbar und ist auch jetzt überall angekommen. Und jetzt müssen wir ehrlich zu uns sein und auch eins erkennen, der Wettbewerb um die Verbraucherdaten ist, glaube ich, vorerst gelaufen. Der Wettbewerb ist an die großen amerikanischen Konzerne gegangen, aber der Wettbewerb um die Industriedaten, den haben wir noch vor uns, der ist noch offen. Und ein Land wie Deutschland mit einer starken Industrie hat einen riesigen Schatz an Industriedaten. Und den gilt es, denke ich, jetzt zu heben. Hier liegen die großen Potenziale künstlicher Intelligenz in der industriellen Produktion, in der Logistik, im Gesundheitswesen, im Automobilsektor, generell auch in einer nachhaltigen Mobilität in den Städten und auf dem flachen Land. Und noch ist nicht entschieden, wer dabei die Nase vorn hat. Deutschland hat eine gute Ausgangsposition. Und die gilt es jetzt zu nutzen, indem wir uns vernetzen, Daten auswerten und austauschen. Damit aus Daten Wissen wird, damit aus Unternehmen mit Daten innovative Produkte entwickeln können, damit die deutsche Wirtschaft die Nase vorn hat im internationalen Wettbewerb. Und vielleicht an dieser Stelle auch noch mal ganz klar, wir sind nicht in China. Grenzenlose Kontrolle durch den Staat werden wir niemals akzeptieren. Und wir sind auch nicht in den USA. Datenmacht in Hand einiger weniger großer Konzerne, genau das wollen wir nicht. Wir wollen einen anderen, einen eigenen Weg gehen. Unser Weg folgt einem Leitgedanken, dass die künstliche Intelligenz den Menschen dienen muss. Sie darf Persönlichkeitsrechte und den Schutz von Daten nicht über den Haufen werfen. Und deswegen setzen wir auf europäische Standards für den Umgang mit künstlicher Intelligenz, europäische Standards für den Schutz, aber natürlich auch für den Austausch von Daten. Und damit setzen wir uns, glaube ich, ein hohes Ziel. Aber es ist ein wichtiges Ziel, denn am Ende kann und wird es uns im Wettbewerb auch um innovative Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bringen, den wir, glaube ich, im Moment nicht groß genug schätzen können. Und jetzt stehen wir an der Frage, wie kann uns das gelingen? Und hier kommt der International Data Space ins Spiel. Kein Unternehmen kann es sich doch erlauben, andere in betriebliche Datenflüsse vollständig hineinblicken zu lassen. Daten enthalten häufig Geschäftsgeheimnisse, sie sind vielfach Wirtschaftsgut und sie machen ja auch immer mehr und vielfach den Wert eines Unternehmens aus. Unternehmen werden nämlich nicht wie Konsumenten ihre Daten einfach so weggeben. Zumindest nicht jene, die auch künftig noch mit ihren Geschäftsmodellen bestehen wollen. Ein Datenintermediär entzieht Unternehmen Wertschöpfung, sei ja auch noch so vertrauenswürdig. Auch das wollen wir in der Form nicht.
Aber Unternehmen müssen untereinander Daten austauschen, wenn sie ihre Geschäftsmodelle in der digitalen Welt erhalten und ausbauen wollen. Und deswegen muss es eine sichere Verbindung geben. Und eine solche sichere Verbindung ist der International Data Space. Er bietet eine Architektur für solch einen Datenaustausch, ein festes Regelwerk, um Daten sicher und zu fairen Bedingungen auszutauschen, und ein Regelwerk und eine technische Lösung, auf das sich jeder dann verlassen kann. Und die Grundlage dafür, dass wir den Datenschatz der Industrie heben können, ist genau das. Und damit können wir Daten in eine wertvolle Zukunftsressource verwandeln. Ich stelle mir den International Data Space etwa in der Form vor. Entschuldigen Sie, wenn ich das dann vielleicht zu holzschnittartig mache. All meine Daten stecken in einem Schrank, von der Geburtsurkunde über den Impfpass bis zur Versicherungspolice, und sie liegen verschlossen in verschiedenen Schubladen. Und nur ich habe die Schlüssel. Der International Data Space ermöglicht mir jetzt, dass ich die Schlüssel zu einzelnen Schubladen mit anderen teilen kann. Ganz individuell, aber ich bleibe weiter Herr meiner Schlüssel. Und ich habe es auch jederzeit in der Hand, diese Schlüssel zurückzuholen. Ich glaube, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber die Idee dazu ist so einfach wie brillant. Daten teilen und gleichzeitig immer Herr über die eigenen Daten zu bleiben. Und genau das ist es doch, was wir wollen. Und ein festes Regelwerk, auf das sich jeder verlassen kann. Ein Regelwerk nach europäischen Maßstäben. In Deutschland kennen wir den ehrbaren Kaufmann. Der International Data Space ist der Raum für den ehrbaren Datenkaufmann. Und die Regeln sind dabei das eine, das andere ist die Infrastruktur. Wo steht mein Schubladenschrank? Wir wollen, dass er in Europa steht. Denn nur dann können wir auch die Sicherheit der Daten garantieren. Aber es geht um noch mehr. Daten müssen mit modernen KI-Methoden einen echten Mehrwert schaffen können. Infrastruktur und KI-Werkzeuge, beides gehört zusammen. Und beides gehört nach Europa. Unsere Anstrengungen für eine stärkere KI-Forschung haben ein klares Ziel. Bessere Werkzeuge, um aus unseren wertvollen Daten Wertschöpfung in Deutschland und Europa zu generieren. Mein Kollege Peter Altmaier, leider ist er ja heute nicht hier, spricht häufig vom Daten-Airbus. Das ist die Infrastruktur. Und der IDS ist das Triebwerk dazu. Und wer schon mal in einem Flugzeug vorne gesessen hat, der hat sich bestimmt gefreut, dass das Flugzeug Flügel und Triebwerk hatte. Aber was ist die Erkenntnis daraus? Wir müssen zukünftig stärker vernetzt denken. National, europäisch und an manchen Stellen auch international. Und deswegen setzen wir auf Europa und auch auf unsere europäischen Partner. Nicht nur, weil selbst Deutschland als Land zu klein ist, um so eine internationale bedeutende Entwicklung zu gestalten, sondern auch, weil es darum geht, unsere europäischen Werte und Standards zu verteidigen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, als er ins Leben gerufen wurde, stand der IDS noch für Industrial Data Space, Herr Professor Neugebauer hat es gerade gesagt, weil es vor allem um den Austausch von Industriedaten ging im Kontext von 4.0. Aber ich glaube, schon von Anfang an war klar, dass es eben nicht nur um die Industrie, sondern vor allem auch um die starken Dienstleistungen in unserem Lande geht. Und deswegen steht IDS inzwischen für International Data Space. Denn es geht um viel mehr. Erstens, wir schaffen ein Angebot für unsere Partner in der Welt, die unsere Philosophie im Umgang mit Daten teilen. Internationalität steckt also auch in der DNA der IDS-Architektur. Und zweitens, es geht gar nicht immer nur um die Wirtschaft allein. Sicherer und fairer Datenaustausch, ein wichtiges und aus meiner Sicht ein gerechtfertigtes Anliegen einer freien Gesellschaft. Und anfangs habe ich gesagt, der Wettbewerb um die Konsumentendaten sei vorerst gelaufen. Lassen wir uns doch mal überraschen, was passiert, wenn wir mit dem IDS und der kompletten Dateninfrastruktur in Europa erfolgreich sind.
Herr über die eigenen Daten zu sein und sie trotzdem sicher austauschen zu können. Das ist die Grundlage für unsere KI Made in Europe. Ein wichtiger Pfeiler aus meiner Sicht auch für eine freie demokratische Welt, die dem ökonomischen Wettbewerb verpflichtet ist. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel aus der Medizin geben. Wir haben gerade vor kurzer Zeit die Dekade gegen Krebs gestartet. 10 Jahre lang mobilisieren wir jetzt alle Kräfte, um Krebs zu bekämpfen. Und auch alle Kräfte rund um die künstliche Intelligenz. Sie kann uns zu neuen Durchbrüchen verhelfen. Aber das wird uns nur gelingen, wenn die Patienten die Daten ihrer Krankengeschichte zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das fällt Ihnen leichter, wenn Sie wissen, Sie behalten die Kontrolle über Ihre Daten. Wenn Sie sich darauf verlassen können, dass die Daten nicht in falsche Hände gelangen. Wenn Ihre Persönlichkeitsrechte gewahrt bleiben und der Verwendungszweck eindeutig ist. Und auch hierfür könnte der International Data Space Lösungen anbieten. Der International Data Space ist, glaube ich, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer KI Made in Europe. Eine KI nach unseren europäischen Wertmaßstäben. Und lieber Herr Neugebauer, Ihnen, dem Fraunhofer Institut und allen beteiligten Unternehmen an dieser Stelle für Ihre ganzen Engagements in den letzten Jahren ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Mit dem IDS haben Sie Pionierarbeit für unser Land geleistet und nicht immer ganz einfach. Es wollten ja nicht immer sofort alle mitmachen und es mit nach vorne treiben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Pionierarbeit ist genau das, was im Moment vielfach gefragt ist. Wir wollen Deutschland und Europa zu einem führenden KI-Standort machen. Dafür haben wir in der Bundesregierung im letzten Herbst die KI-Strategie verabschiedet. Wir wollen 3 Milliarden Euro bis 2025 investieren. Pioniere leisten für ein Land ohne Bodenschätze unschätzbare Arbeit. Sie sind immer etwas schneller als andere. Aber genau das ist so wichtig. Und manchmal denke ich, wir müssen es uns auch täglich wieder vor Augen führen, dass unser zukünftiger Wohlstand genau daran hängt. Es gilt, den digitalen Wandel zu gestalten, und zwar nach unseren Regeln. Menschenwürde, Persönlichkeitsrechte und individuelle Freiheit. Das sind die Grundlagen unseres Zusammenlebens. Und auch künstliche Intelligenz muss sie wahren. Und ich denke, der IDS leistet dazu einen herausragenden Beitrag. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrter Professor Neugebauer, ich bin im Bundeswirtschaftsministerium für die Entwicklung digitaler Technologien zuständig. Ich muss ausdrücklich unseren Minister und die Leitung entschuldigen. Es war leider trotz Hin- und Herwendens ein schwieriger Termin. Hinzu kamen noch Krankheiten, eine nicht nachbesetzte Stelle eines Ruheständlers, nämlich Dr. Gördler, und Urlaub. Dadurch habe ich dann Herrn Otto das erklärt und er sagte, kommen Sie doch, und sage, jetzt bin ich da. Und International Data Spaces ist sehr wichtig für das BMWI und aus dem Grunde habe ich gesagt, selbstverständlich komme ich gerne, um auch diese Botschaft hier zu überbringen. Aber wir müssen uns nochmal erinnern, dass IDS keine Liebe auf den ersten Blick war. Also es war sehr skeptisch betrachtet worden, Kopfgeburt von Fraunhofer hieß es und so weiter. Und dann ist BMBF ganz mutig, hat gesagt, nein, wir gehen einfach voran, wir versuchen es einmal. Und ich glaube, das war ein ganz, ganz wichtiger Anstoß. Und ich glaube, ohne die Initiative des BMBF in diesem Fall wäre, glaube ich, gerade dieser zentrale Punkt sehr schwer ins Laufen gekommen. Und dann haben wir gesehen, dass immer und immer mehr Partner aus der Wirtschaft dazugekommen sind. Und dann wurde es auch für uns interessant. Da haben wir gesehen, Moment, hier entwickelt sich etwas. Und für uns im BMWI ist im vorwettbewerblichen Bereich, genauso wie wir es ja auch kooperativ tun, wichtig, das Ausprobieren und Testen unter Marktbedingungen. Das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Deshalb haben wir in unseren Förderrahmen für Projekte und Programme digitale Technologien, die bis 2022 gilt, IDS als eine Technologie ausdrücklich empfohlen.
Und auch regen wir an, auch in Gesprächen IDS hier mit zu entwickeln und mit zu integrieren. Wir haben jetzt inzwischen drei Projekte in Arbeit. Eins läuft schon seit April 2018, das ist das Projekt Demand. Und das ist ganz interessant, denn es werden hier Lösungen für in der Praxis nutzbare Architekturen, Vorgehensmodelle, Werkzeuge für datengetriebene Geschäftsprozesse vorangetrieben. Entscheidend ist bei dem Projekt Demand, dass hier die Frage der Befähigung zur Bewertung von Daten und deren Betrachtung als Vermögensgegenstand. Frau Ministerin, Sie haben das ja auch erwähnt. Und das ist ein Kernpunkt. Und wir hatten vor Jahren mal einen Besuch eines Harvard-Professors, der sagte, künftig werden die Volkswirtschaften nicht mehr nach Rohstoffen, Arbeit und Industrie bewertet, sondern nach der Verfügbarkeit der Daten. Aber die Betonung liegt auf Verfügbarkeit, dass ich damit auch etwas machen kann. Wir haben die Daten, Sie haben es auch gesagt, wir haben die Industriedaten und das wird ein ganz entscheidender Punkt werden. Wir arbeiten mit IDS in diesem Kernproblem und der Kernfrage zusammen. Campaneo ist ein ganz interessanter neuer Ansatz, eine Plattform für Echtzeitdaten in Fahrzeugen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein ganz wichtiger Baustein für die Entwicklung von KI in diesem Bereich. Also das ist Campaneo und Platona M. Hier geht es um das Instandhaltungsmanagement durch Predictive Maintenance. Auch hier wird IDS eine wichtige Rolle spielen und wir sind zuversichtlich, dass wir auch zu sehr guten Ergebnissen kommen. Und ja, wir müssen auch offen sein und ich bin auch sehr, sehr froh, dass Sie hier diesen Summit gestaltet haben, denn es gibt auch Skeptiker, auch noch draußen. Wir haben gemerkt, also bei unserem Projekt Smarte Datenwirtschaft hätten wir noch mehr Projekte erwartet, die IDS integrieren. Das heißt also, wir müssen wirklich sehen, dass wir hier Werbung machen, denn es ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass gute Beispiele im Grunde genommen auch hier zeigen, es funktioniert, es ist wichtig, es ist ein Kernbestandteil auch für unsere Datenökonomie. Und man könnte jetzt sagen, dass bei IDS könnte man mit dem alten Werbespruch, nie war es so wertvoll wie heute, glaube ich, ganz gut arbeiten. Und Sie haben auch, Frau Ministerin, die datengetriebene Wirtschaft als dominierender Faktor für unsere Wirtschaft ja schon erwähnt. Und bei der künstlichen Intelligenz, das sind Daten im Turbotempo. Das sind kurze Latenzzeiten, wachsende Verantwortung für autonome Systeme und viele Beteiligte. Das schreit geradezu dazu, IDS als Herzstück mit da zu integrieren. Und dafür müssen wir werben. Und wir werden alles tun. Und ich hoffe, dass wir auch in Kooperation mit dem BMBF jetzt gerade bei den KI-Wettbewerben, beim Ausrollen unserer KI-Strategie, dass wir hier auch IDS mit aktiv integrieren und mit aktiv aufnehmen. Denn ich denke, dass hier eine Maßschneiderung, das ist praktisch IDS ist der Maßschneider der Daten. Und ich glaube, das ist ganz zentral und ganz wichtig. Und Sie hatten es, Frau Ministerin, auch gesagt, das ist, glaube ich, nicht nur wichtig für die Wirtschaft, sondern auch für die Gesellschaft. Und vielleicht schaffen wir es heutzutage, auch vielleicht in der Zukunft, mittels IDS und weiteren Elementen auch hier die Datenherrschaft nicht nur im industriellen Bereich, sondern vielleicht auch im gesellschaftlichen Bereich hier zurückzugewinnen. Wir haben heutzutage wirklich die Chancen, das auch zu tun. Und wir haben ja im November 2018 die KI-Strategie beschlossen und wir wollen das jetzt ausrollen und drei Häuser sind hier in der besonderen Verantwortung. Das BMBF, das BMWI und das BMAS zu dieser Stunde wird gerade auch wieder über Haushaltsfragen verhandelt. Es ist zwar jetzt, irgendwo hat man gestern gelesen in der Zeitung, Scholz will die KI-Mittel irgendwie kürzen oder schreibt einen Sparbrief. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir bleiben standhaft und dass die KI-Mittel auch so wie vorgesehen auch ausgerollt werden können. Also wir haben einen Innovationswettbewerb geschaffen. Sie haben im BMBF ein KI-Referat geschaffen. Wir haben eins auch. Insofern ist das ganz gut. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Und wir werden auch bei dem Innovationswettbewerb auch eng zusammenarbeiten und gemeinsam aussuchen und gemeinsam die Dinge entwickeln. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und die Eckwerte für den Haushalt 2020 müssen am 13. März stehen. Wir wissen, dass dann immer noch im Laufe der Zeit dann neue Mittel dazukommen können. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir hier Zeichen setzen. Und wir müssen auch sehen, dass wir intelligente Konzepte vorlegen. Und ich glaube, IDS ist ein ganz entscheidender Punkt.
Und wir haben einen großen Vorteil, eben wir haben Industriedaten. Und unsere Industriedaten und das Domänenwissen ist ganz wichtig. Wir waren öfters im Silicon Valley und immer wieder wurde gesagt, okay, im Business-to-Consumer-Bereich hatten sie gesagt, es ist schwierig. Aber im Business-to-Business-Bereich sagten uns selbst Google-Leute, seid ihr stärker als wir, weil ihr das Domänenwissen habt und weil wir einfach nicht so stark sind in dem Bereich. Und da haben wir echte Chancen, auch gegenüber den anderen Großen hier zu gewinnen und unsere Wirtschaft weiterhin zu stärken und auszubauen. Und diese Kombination aus Domänenwissen mit entsprechender IKT-Technologie, denke ich, haben wir eine gute Chance, auch künftig hier voranzukommen. Und also IDS wird hier Bestandteil des künftigen Erfolgsmodells einer digitalen Wirtschaft sein. Da bin ich voll davon überzeugt. Wir müssen eben nur gemeinsam überlegen, wie wir hier eine Marketingstrategie entwickeln, um IDS hier auf die Straße zu bringen, um IDS überzeugend auch mittels Konzepten, gerade jetzt im KI-Bereich, nach vorne zu bringen. Und ich denke, heute ist ein sehr guter erster Aufschlag und gemeinsam, glaube ich, werden wir es schaffen. Ich bin zuversichtlich und ich wünsche der Veranstaltung viel Erfolg und vor allem auch viele Impulse für die künftige Zusammenarbeit. Vielen Dank.